Schönen guten Morgen, liebe Facebook-User und herzlich willkommen zu einem neuen Bildformat. 9:30 in Deutschland. Ich bin Tim und ich werde in den nächsten 2 Wochen jeden Tag aus einer anderen Stadt in Deutschland berichten. Was macht Deutschland um diese Uhrzeit? Was kann man machen? Was für Leute sind unterwegs? Heute beginnen wir in der vielleicht schönsten Stadt der Welt. Zumindest vielleicht Deutschland, sagen sehr, sehr viele. Und ich bin nicht allein, denn ich habe Deutschlands, zumindest Hamburgs, Kultinder mit dabei. Lovely und Monty aus Hamburg. Hallo Jungs! Hi. Moin Moin, Digga! Moin Moin! Wie geht's euch? Ja, wunderbar. Wenn wir das sehen, Tim, dann wunderbar geht das. Und wir, vielen Dank für die Ehre, dass wir heute gleich live, also... Und Premiere von Bild Deutschland mit uns anfängt. Absolut. Danke für die Ehre. Ja, sehr, sehr gerne. Jungs, ihr seid mit eurem Taxi unterwegs. Ja. Gehört die Karre euch beiden oder wem gehört der Wagen? Ja, uns beide. Okay. Wir haben noch eine dahinter stehen. Okay. Und ihr seid nicht nur Taxifahrer. Ja. Sondern man sagt, ihr seid Kultinder, weil ihr auch eigene Songs macht. Habt jetzt zur EM euren ersten euren Song rausgebracht. EM-Song 2016. Habt ihr gestern noch das Spiel gesehen? Das Finale? Ja, natürlich. Das heißt, EM ist gelaufen. Portugal hat gewonnen, 1-0. Ronaldo hat nicht mitgespielen können, war verletzt. Ist der gerechte Sieg, was würdet ihr sagen, Jungs? Ja, die haben letztes Spiel, also gestern haben die bis zu 120 Minuten gekämpft, also das gönne ich die. Die sind, Portugal kann Fußball spielen, ja. Das kann jeder, kennt jeder. Und endlich haben die einen Titel, ich gönne die. Und ich gönne die auch unverdiente gewonnene in Halbzeit gegen Deutschland, die Franzosen noch zu Hause, ja. Vize Europameister geworden. Alles gut, nur Deutschland leidet darunter. Ja, das war die beste Mannschaft, war Deutschland. Ja, und halt, gut. Ich sage, ihr versteht oder nicht, dass die verkauften Spiele, ein oder andere, ja. Nicht alle, ja, das ist ja vielleicht manchmal nicht reale Spiele. Das wird aber kein Problem, ich bin trotzdem zufrieden, wir sind Weltmeister. Wir sind Weltmeister, Monty? Ja, ich würde auch sagen, also wenn Deutschland wollte, wenn Deutschland eigenes Spiel gespielt hätte, Deutschland ist unschlagbar. Wir hatten viele Chancen gegen Frankreich, Monty. Ihr seid große Fußballfans, habt zur WM schon Songs gemacht, zur EM jetzt, aber es hat nicht geklappt mit dem deutschen Team. Woran hat es gelegen? Zu viele Chancen und nicht, der Ball wollte einfach nicht rein. Nee, wie gesagt, also manche Spiele sind nicht real. Ja. Und dann die Leute, die das verstehen können, die haben... Höhere Mächte, meinst du, Lovely? Ja. Es ist leider so, manchmal dürfen die Leute ihre Talente nicht zeigen. Ja. Und du weißt ja, wenn von eigenem Strafraum der Ball nicht rausgekickt wird, weißt du, und sogar die Schulkinder machen das so. Weißt du, wenn Ball da ist und die ja. Gegnerspieler auch da sind und Ball muss raus. Und wenn die Leute nicht machen, das heißt, ey Leute, komm doch, mach doch Tor, bitte. Also ich meine, jetzt Einladung. Aber wir genießen, wir gönnen Portugal, wir gönnen Frankreich, Vize-Weltmeister, aber beste Team war das Deutschland. Ist immer wir noch. Gönnen das. Ja. Hier in Hamburg war eine Menge los, im Portugiesenviertel heute Nacht, die haben richtig gefeiert. Viele Taxi waren unterwegs, wart ihr auch unterwegs heute Nacht noch, Jungs? Ja, ich war auch, aber die Ecke war ich nicht. Okay. Ja. Aber eins will ich sagen, mit der Yogi, wir lieben dich, bleib bei uns. Denn Yogi zweifelt noch. Und ihr sagt, er soll weitermachen. Ja, bitte. Bitte. Warum soll Yogi weitermachen? Ja, weil Yogi hat immer nach vorne, bis zum Halbfinale hat er immer gebracht. Und das hat noch keiner Trainer geschafft. Ja. Ich meine, die anderen Trainer waren auch super, aber der hat sehr viel nach vorne gebracht. Und er hat auch Weltmeister uns auch gemacht. Wovon reden wir denn? Absolut. Also in 2 Jahren die nächste Chance bei der WM. Macht ihr dann auch wieder einen Song, Jungs? Ja, müssen wir machen. weil unsere Fans lassen uns nicht Ruhe. Ja, aktuell läuft euer Song super, ne? EM-Song 2016. Wollt ihr den mal kurz anstimmen, Jungs? Wollen wir loslegen? Ja, Monty? Monty hat nichts anderes zu tun. Alle 4 Jahre gibt Europameisterschaft. Außer einer wird jeder abgehakt. Alle 4 Jahre gibt Europameisterschaft. Außer einer wird jeder abgehakt. Kommt nur einer nach vorne, Leute. Kommt nur einer nach vorne, Leute. Rest bleiben auf der Strecke. Deutschland, hoi! Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus von 1, 2, 3, 4. Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus von dunkle Ecke. Jetzt muss er leider noch 4 Jahre warten. Ja, mindestens. Aber das heißt für euch Zeit, einen neuen Song zu schreiben. Ja, klar. Aber nee, noch nicht. Okay, haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Ja, 2 Jahre haben wir.
Ich wusste nicht, ich hatte für Jungs, für U19 hatte ich einen neuen Song geschrieben. Stimmt, die spielen dieses Jahr auch die Europameisterschaft, ne? Ja, das fängt jetzt, glaube ich, heute oder morgen an. Ja, im Juli, genau. Ja, ja, jetzt fängt an und ich drücke die Daumen. Feste Daumen. Davor kommt unsere Weihnachtssong und andere einige Songs noch. Also ihr habt viel zu tun, Jungs. Wir haben gut zu tun. Wie schafft man das, nebenher Taxi zu fahren und dann auch Songs zu machen? Wie schafft ihr das? Ja, wegen Fans. Ja. Natürlich, dann macht es auch Spaß, wenn wir einen Song fertig haben. Aber es ist aber eine sehr aufwendige Geschichte. Ja. Wirklich. Also ich hatte eigentlich diese Idee erfunden, Bollywood auf Deutsch, weil das die Leute, die zwei Kulturen zusammenkommen. Ne? Weil, ja. Ich bin Deutscher, eingebürgter Deutscher. Ja, und ich schreibe auch die Loblied für Deutschland und so weiter. Aber neulich, ich sage einen kleinen Punkt, ja. Ich fühle mich Ausländer. Sogar schlechter als Flüchtlinge. Wir haben den Verpflichtungserklärung für unsere Mutter geschickt und der Besuch, Besuchsvisum wurde abgelehnt. Und wir sind Deutschen, das muss doch mindestens drin sein, dass unsere Eltern uns besuchen können. Ja, wir sind ja nicht im Gefängnis hier, ne? Wir zahlen hier Steuern auch seit Jahren und so. Das ist noch eine Menge zu tun, dachte ich. Aber ja, das hat wehgetan. Das da bin ich ein bisschen traurig. Ja. Ja, da werde ich auch irgendwie versuchen, das bis zu Scholz zu gehen. Ja. Unser lieber Olaf Scholz. Grüße an den Bürgermeister, sagst du. Ja, genau, ja. unser netter Bürgermeister. Aber ich hatte das nicht erwartet. Jetzt macht ihr ja gute Laune Musik eigentlich, Jungs. Ja. Ne? Und sagt auch, Fußball ist ein Integrationsmotor. Ne? Also insofern, es gibt viele schöne Seiten, aber Fußball muss man einfach sagen. Ne? Deswegen hat Bruder noch geschrieben. Fußball ist eine Sensation, beste Beispiel für Integration. Singt ihr eigentlich euren Song auch im Taxi, Jungs? Ja, klar. Ist ja Stolz. Klar, aber hallo? Gibt es Fahrgäste, die sagen, Lovely, Monty, ich muss euren Song hören, ich fahre nur mit euch, weil ich muss diese Musik haben. Gibt's das? Ja, sehr viel. Überwiegend ist das so, weil die fahren mit uns, weil die... Ja, uns live hören wollen. Weil die Dollywood haben bei uns. Weil die Dollywood haben. Das hat man sonst nicht nirgendwo in der Welt. Du hast angefangen, Lovely, ne, die Songs zu schreiben. Ja. Wann war das, in der Mitte 80er oder wann war das ungefähr? Also auf Indisch habe ich schon 170 Lieder geschrieben. Ja. Und das war seit 85 schreibe ich die Lieder. Und wie lange seid ihr in Deutschland? Seit 84. Okay. Na, immer in Hamburg. Ja, deswegen sage ich auch immer, ich bin ein Cheeseburger ohne Käse, also echter Hamburger. Käse ist weg, du. Okay, und dann vor 5 Jahren irgendwann mal, also, weil ich habe immer meine Lieder, Punjabi-Lieder, ich habe geschrieben, Monty hat gesungen. Das habe ich. Ah, okay, war immer die Aufteilung, Monty singt immer. Ja, auch Gedankenaufnahme ist ja seine. Ich bin nur bedingt Sänger, ich will nicht Gedankenaufnahme machen. Du bist der MC gewissermaßen, Lovely. Live singe ich auch. Also, meine Aufgabe ist nur zu singen, also eher... tanzt, er komponiert, er macht Melodie, er schreibt das Song, alles macht er. Und ganz ehrlich... Das heißt, Lovely ist der Chef, Monty? Der ist CEO. CEO ist... Ah, okay. Chefo. Also, ja, auf jeden Fall Songs schreiben, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine, nicht weil er mein Bruder ist, deswegen sage ich, aber ich habe so oft gedacht, also wie schreibt man? Erstmal überhaupt Thema finden und dann dazu Texte und dann reimen. Vor jedem Song habe ich ein Bedenken, wie kriegt er jetzt das hin? Zum Beispiel bei EM-Song oder WM-Song oder davor. Aber als der Song fertig ist, kommt er mit der Geschichte, er macht das ganz leicht. Ich weiß nicht, ob für ihn das leicht ist oder so. Für mich ist es so, er kommt einfach damit, sagt er, hier ist der Song. Ja. Hm, toll. Und Lavi sagt schon, auf Deutsch zu reimen ist gar nicht so leicht. Das ist Katastrophe, mein Lieber. Wann kam dir die Idee, Bollywood-Songs auf Deutsch zu machen? Ja, so vor 5,5 Jahren ungefähr, als die Leute gesagt haben, Lovely, du hast gute Laune Musik, aber leider konnten wir das nicht verstehen, wir konnten nicht mitsingen. Mach mal Radio an. Dann musste ich Radio anmachen, das hat mir wehgetan. Und dann kam mir auf diese Idee. Einzige Chance, wir machen eigene Musik. Ja, wenn ich auf Punjabi 170 Lieder schreiben kann, dann vielleicht kann ich auch ein Lied auf Deutsch schreiben. Punjabi ist, muss man erklären den Zuschauern, Punjab ist ja ein nordindischer Staat, wo wir herkommen. Wo auch unsere Punjabi-MC ist. Genau, auch genau. Das ist unser Nachbar. Also, wir haben sogar zusammen aufgetreten hier bei Holi Festival in Horn. Ah, sehr gut. Okay. Ja. Zum Beispiel aus Deutschland ist Deutsch, aus Punjab ist Punjabi. Mhm. So ist die Sprache. Ne? Okay. Wir sind auch Punjabis, aus Punjab quasi. Ja, okay. Und jetzt macht ihr aber Songs für alle möglichen Sachen. Ne? Ihr habt schon eine Hymne geschrieben für Hamburg, jetzt macht ihr EM-Songs, WM-Songs. Wann kommen euch die Ideen, beziehungsweise was sind Themen, über die ihr schreiben wollt und singen wollt?
Die Themen sind eigentlich, wir haben ein Osterlied geschrieben, also zu Ostern habe ich gesagt, okay, ja, das, die Leute waren seit 3 Jahren hinter mir her, mach mal Osterlied. Ja. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich kenne nur Eier und Ostereier und Osterhasenbeck kenne ich nicht. Was soll ich da schreiben? Und dann hat er ein Lied geschrieben, das war für mich auch eine faszinierende Geschichte. Wie schreibt er, was wird er zu Ostern schreiben? Und dann, die Lied ist, kann man alles unter Lovely und Monty YouTube gucken, ne? Also, und dieser Lied ist Osterlied. Frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern. Gottes Sohn Jesus wieder zu unserer Welt gekommen. Jawohl. Dadurch haben die Christen das höchste Fest bekommen. Bolle. Gottes Sohn Jesus wieder zu unserer Welt gekommen. Jawohl. Dadurch haben die Christen das höchste Fest bekommen. Frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern, frohe Ostern. Jungs, ihr könnt alles, ihr könnt EM-Song, ihr könnt WM-Song, ihr könnt Ostersongs. Und jetzt haben wir ja schon einige Fragen bei Facebook Live. Einige User sind dabei. Josie hält bei mir die Kamera, ist Kamerafrau. Und sag mal, was wollen die Fans wissen? Sie sind begeistert von euch und wollen wissen, ob ihr dann bald eine eigene Sendung bekommt. Und sie wünschen sich, dass ihr noch mehr singt. Bekommt ihr bald eine eigene, gibt es Anfragen schon, ein eigenes TV-Format bei euch oder bei Facebook, weiß man ja nicht, Lovely. Das gab bei Satans Frühstücksfernsehen, ja, 2,5 Jahre lang, da haben wir eine Deutschland exotisch. Ja, Format hieß das, yeah. Deutschland exotisch, 2 entire fortune, deutsche Sitten und Bräuche. Ja, das haben wir, und wenn so eine gute Thema wiederkommt, machen wir mit, weil wir machen nicht alles. Ja. Wenn die Anfrage kommt, dann was uns passt, was wir, weil dann kommt Geld oder irgendeine Sache. Ja, erst einmal, das muss uns passen. Genau, also Geld ist nicht im Vordergrund. Für uns ist immer, wie der Bruder immer haben will, dass wir wollen original Lovely und Monty bleiben und wir wollen uns nicht ändern. Es sei denn, Kinofilm kommt vielleicht, da können wir auch vielleicht mal, weiß ich nicht. Also James Bond, Monty, oder was kannst du dir vorstellen? James Bond? Monty Bond. Aber es muss auf jeden Fall lustig sein, ne? Also ernst oder seid ihr ernst? Seid ihr mal ernst, Jungs? Seid ihr mal ernst? Das muss eine Botschaft haben. Das muss eine Message haben. Meine Lieder haben auch Message. Wenn ich ein Lied schreibe, zum Beispiel Wir sind Deutschland oder so, das ist auch das, zum Beispiel, da ist eine Message drin, ne? Dass die Leute, die Ausländer nach Deutschland kommen, dass die auch Sprache lernen. Ja. Dass die, wenn die eingebürgert werden, dann wählen gehen. Ne, integrieren, dass sie nicht halt Fremde bleiben und Ausländer bleiben. So wie ihr, ne? So wie ihr. Und deswegen Botschaft. Hat er auch dieses Lied geschrieben, Wir sind Deutschland, das Integrationslied, und da ist ja auch eine Strophe zum Beispiel. Jeder hat eigene Normen, soll es auch genießen, aber die Regeln von diesem Land soll man auch wissen. Soll man wissen, wenn man entgegenkommt. Wenn man entgegenkommt, steht da keine Wand. Bunte Frauen und Männer, wir sind Deutschland. Wir sind Deutschland. Chakada! Und deswegen tut mir weh, dass unsere Mutter keine Kinder bekommt. Das verstehe ich, glaube ich. Verstehe ich, glaube ich. Jetzt seid ihr schon so lange in Deutschland. Ist es immer noch schön oder gibt es noch einige Sachen in Deutschland, wo man sagt, nein, ich verstehe das nicht. Warum essen die Deutschen Currywurst? Oder warum gehen sie in Sandalen durch die Gegend? Gibt es einige Sachen, die ihr noch nicht versteht? Ja, eine ganz große Sache. Wenn du Fan siehst oder so, da siehst du immer das Interview und so. Und dann siehst du gleich, unter steht Alter von der Mann oder die Frau. Ja. Wofür ist das? Jeder, also wenn jemand bei mir anruft, ja, wie alt seid ihr? Ich sage, was hat damit zu tun? Wem interessiert das? Ich habe auch 20-jährige alte Leute gesehen, ich habe auch 70-jährige junge Leute gesehen. Und für 25 siehst du noch ziemlich jung aus, ne? Du bist noch relativ jung dabei. Siehst du? Das sage ich dir. Wofür? Das verstehe ich nicht, also wirklich. Das interessiert niemand. Warum? Wenn jemand interessiert, kann man nachfragen. Ja, ja. Na, mir stört das. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe 20-jährige alte Leute gesehen, 70-jährige junge Leute gesehen. Und euch hält mit Sicherheit die Musik jung, oder? Musik, Taxifahren, Spaß, und das kommt von unserem Vater, also auch im Blut. Ne? Unser Vater ist auch ein sehr jolly Guy. Also, positiv. Also, positiv. Und Taxifahren hält jung. Warum hält Taxifahren jung? Och Mann, du bist so 24 live unter deinen Fans, Bruder. Ja. Und das gibt so viel Kraft, wenn du so viel Lob bekommst und dann beste Taxifahrt meines Lebens oder du hast meinen Tag gerettet oder und so solche Sachen. Und wie viele verschiedene Leute triffst du? Ja.
Wo triffst du die Leute? Wir sind unter Fans direkt. Okay, das ist ja, viele sagen, oh Gott sei Dank, seit so viele Jahre wollten wir mit euch Taxi fahren und endlich mal dazu gekommen. Ja, aber wir sind unter Fans. Wir haben Spaß mit Leuten, verschiedene Leute. Da hörst du verschiedene Geschichten. Da lernst du Welt kennen. Mhm. Also ich fahre viel Flughafen Monte auch mittlerweile. Ja. Also da kommen die Leute von Asien, von Amerika, von Australien und du kannst so Fragen stellen, dich und dich Fragen stellen. Und ihr macht gleich Bollywood-Musik an, sobald ihr... Das machen wir. Deswegen habe ich auch extra sogar eine englische Lied geschrieben, weil wer nicht Deutsch versteht, dann kann man mindestens Englisch hören. Wie heißt der Song? If you love someone from a heart, if you love someone from a heart, please do not hurt, please do not hurt. Chakda! So. Jetzt singt ihr Englisch, ihr singt Deutsch. Singt ihr eigentlich auch nochmal original Punjab? Singt ihr das nochmal am Chabi? Ja, 170 Lieder habe ich. Und singt ihr auch in eurer Freizeit oder auch im Taxi? Ja, und da eines zum Beispiel, indische Lied können wir auch ein bisschen präsentieren, der hat auch englische Rap. Also, hoke jawan hai ni ban gayi rakhan ni tu hoke jawan hai ni ban gayi rakhan ni tu husna da jaal bichhaya ni aashqi ch ni aashqi ch balle ni aashqi ch pind rang ta ni tu chobra ch vair puaya ni aashqi ch pind rang ta. Sensationell, Jungs. Also ich habe verstanden, if you love somebody from the heart, das habe ich verstanden. Worüber habt ihr danach gesungen? Jetzt? Ja, eben gerade. Das habe ich ein Lied geschrieben für eine Mädchen in einem Dorf, ja, in Pubertät. Da siehst du, sie wird 16 und so. Dann alle Jungs sind verrückt nach ihr. Ja, die sind sogar mit Alkohol und so aufgehört, weil die sind so begeistert von ihr. Ja, die träumen nur von ihr und so weiter. Die Schönheit von ihr hat abgelenkt zu alle Jungs. Und die sind in zwei Gruppen geteilt geworden und da ist ja, die sind gegeneinander jetzt. Die kämpfen für die Mädchen. Okay. Thema Frauen ist super. Gibt es weibliche Fans, die sagen, Lovely und Monty, ihr müsst mich dahin fahren. Ich fahre nur mit euch. Ich habe einen dringenden Termin. Kommt vorbei. Gibt es viele weibliche Fans bei dir, Monty? Eine Gegenfrage an dich. Ja. Was meinst du? Wahrscheinlich laufen sie die Tür ein, Monty. Was? Nein, das ist ja nicht nur weibliche Fans. Wir haben alle. Fans sind Fans halt. Ne? Ja, also das ist ja... natürlich, wir sind Männer, es ist ja natürlich das Opposite Sex Attraction ist ja natürlich. Ja. Ist ja wenn wir sehen, also tolle Sängerinnen und so, dann ist ja mehr Anziehkraft als Männer. Es ist normal. Wenn die zwei gut sind, dann ist Neigung ist ja zu Frau mehr. Na, kommt das. Und gab es auch schon mal, wenn ihr dann losfahrt, die Musik einschaltet, dass einige so gestresst und sagen, nee, Lovely oder Monty, mach bitte die Musik aus, ich hab einen schlechten Tag. Gibt es sowas auch mal? Wir machen Musik erst an, wenn die wollen, weil wir fragen erstmal. Okay. Ne? Und man muss ja gucken, kurz testen erstmal, wie der drauf ist. Ne? Diese Fingerspitzen. Also das ist, ne? Ist also, ja. Aber zu 99% sagen ja und 100% und 1% schmeißen wir raus. Aber sonst ist das ein Party-Taxi, ne? Also gab es auch schon mal, dass ihr stehen bleiben musstet und sagt, nee, wir wollen noch ein bisschen vor dem Taxi tanzen, gab es auch schon mal? Aber hi. Und wann fährt es sich eigentlich besser? Fährt es sich in der Nacht besser oder am Tag? Was würdet ihr sagen? Also ich meine, kommt. Mein Bruder ist eher für... Abends, also ich bin für abends, aber 6:30, du kannst eine Katastrophe hier, so viele, das ist das schönste Stadt der Welt, deswegen habe ich auch Lieder über Hamburg geschrieben, aber es ist momentan, ja, wie gesagt, seit 32 Jahren hier so viele Baustellen, das habe ich noch nie gesehen, du. Also nächster Hinweis an Olaf Scholz, wir müssen uns um die Baustellen kümmern. Ja, bitte, also Baustellen braucht eine Stadt, der entwickelt, das ist klar, also ja, aber die müssen schnell zu Ende sein. Ja. Ich würde meinen Tipp geben an Mr. Scholz, dass er soll auch versuchen, von Hubschrauber ein bisschen runterzukommen, ein paar Mal selbst auf die Straße fahren, dann wird er, glaube ich, mal selbst schnell beseitigen, das ganze Baustellen und so. Nee, das macht er auch. Der ist unter Leute. Ja. Aber es ist halt, die Sache ist so, das ist nicht nur in der Hand der Scholz, der kann nur von oben was Das hat ihm auch Spaß gemacht, ne? Ja, ist klar. Ja. Aber das Baustellen, die sollen wirklich ein bisschen schneller gemacht werden. Und sonst ist Hamburg aber super, oder? Ihr seid seit über 30 Jahren hier. Einmal Hamburg, immer Hamburg, Bruder. Die Hamburg ist, sage ich, eine große, wenn ich sage, das ist der beste Stadt der Welt, dann fragen die Leute, nein, das kann ich nicht. Ja, der Stadt hat das, ich habe im Grenze.
Ich habe auch gehört, Vancouver ist ja einer, wirklich, das muss ich kennenlernen. Aber, Vancouver in Kanada, ja. Aber es ist ja irgendwie 60 Kilometer weg. Ja. Als ich das erste Mal in München war, ja, da habe ich ja Bergen und so. Ich war in München, wo sind die Bergen? Ja, 50 Kilometer oder 40 oder 60 Kilometer. Was soll das? In Hamburg, ist ja in Hamburg Grenze. Ja. Nimm mal auch Rheinweg raus, nimm mal Wedel raus. Nur in Hamburg. Ich meine, das ist ja auch Großraum Hamburg irgendwo, das ist alles Hamburg. Aber du hast verschiedene Gesichter in Hamburg. Du hast alles in Hamburg. Du hast einen Hafen, du hast hier Landungsbrücken, du hast Außenalster. Ja, kannst du überall schauen, wo du willst. Du hast, geh mal in Sülberg, du denkst, du bist in Monaco. Treppenpferde. Das ist unglaublich. Das und, ist, ja? Und die größte grüne Anlagen, Stadtpark, Dammtorpark und mit, natürlich mit dieser ganzen Lichter-Dings und so. Also ich meine, wir haben einen Flughafen hier. Grün bis zum Geldgang. Ich merke schon, ich fühle euch pudelwohl hier. Ja. Habt ihr eine Lieblingsstrecke oder irgendeinen Platz, wo ihr besonders gerne im Taxi hinfahrt? Gibt's sowas? Ja, eigentlich Elbchaussee nach Airport. Das habe ich auch in mein Lied geschrieben. Also, und dieses Lied ist so? Elbchaussee bis Airport. Also ohne Musik, weißt du, weil ich immer mit Musik. Elbchaussee bis Airport, volles Leben ist dort. Elbchaussee bis Airport, volles Leben ist dort. Manchmal da ist Stau. Ich bin halt Fahrer. Man setzt sich ja fort. Unterwegs Regen fällt. Ey, Hamburg, Hamburg, beste Stadt der Welt, Hamburg, wo spielt große Rolle Geld, Hamburg, wo gibt die Reeperbahn am Hafen große Kran, Villa und das Zelt, Hamburg, Hamburg. Beste Stadt der Welt, Hamburg, wo spielt große Rolle Geld, Hamburg. Sensationell, Jungs. Ich glaube, es gibt weitere Facebook-Fragen. Zumindest eine ist die Frage, gab es schon mal ein Angebot, in eine andere Stadt umzuziehen? Sprich also, gab es mal Angebote aus München, aus Köln, aus Stuttgart, die gesehen haben, oh, so ein Taxiunternehmen, die brauchen wir in unserer Stadt. Gab es sowas mal? Ja, sagt jeder. Ja, sowas wollen wir in unsere Stadt haben. Okay. Ja, und die Hamburger sagen, bitte, wir brauchen euch, bleibt hier. Und wir haben noch ein Lied, was er geschrieben hat, wenn du jemand von Herzen liebst. Diese Lied ist auch in Bullis Film Buddy. Kinofilm, ja. Der Kinofilm. Da ist auch Lied Nummer 11 auf dem Soundtrack. Und in Marry Me ist noch ein Kinofilm, da ist auch diese Lied drin. Und diese Lied ist... das war das erste Lied, was ich auf Deutsch geschrieben habe. Genau. Okay. Wenn du jemand von Herzen liebst, wenn du jemand von Herzen liebst, dann genieß das alles, was er gibt. Und als ich das gesungen habe, da habe ich Herzen so schnell gesungen und das hat nach Hessen angehört. Ah, okay. Einige Hessen-Fans haben gesagt, oh, das ist ja toll, dass ihr über unsere Stadt ein Lied geschrieben habt. Ich sage, nee, nicht Herzen. Und danach singe ich bedeutend, also richtige Andeutung, Herzenliebs. Also. Sehr gut. Ihr habt auf jeden Fall Hamburg im Herzen und wir können unmöglich das Video beenden, ohne einmal in dem Taxi mitzufahren, Jungs. Wir müssen einmal ansteigen und eine kurze Strecke fahren. Wir steigen kurz ein, Jungs, ja? Okay. Kannst du auch mit uns nach München fahren. Also, aber ist nicht so schön wie hier. Ja, dann müssen wir machen hier eine kleine Runde. Dann lass uns kurz einsteigen. Okay. Lovely Pferd? Ja, immer. Sehr gut. So, wollt ihr auch mal einen? Herzlichen Dank. Danke dir. So, es geht los. Willkommen im Party-Taxi, in dem... Jetzt soll es ja bald selbstfahrende Autos geben. Was haltet ihr davon? Glaubst du, das wäre was für euch? Also ich habe daran noch nicht gedacht, aber wenn so ein Auto kommt, dann denke ich mal, dann brauche ich auch nicht fahren. Das heißt, ich werde auch mit im Auto drin bleiben, nur zu singen. Ja. Und die Auto fährt alleine und die Leute zahlen Geld. Ich meine, so einfach wäre das sein. Das Problem ist ja, das Auto kann selber fahren, aber nicht singen. Ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall, hast du einen Song mal auf Lager, Lavi? Ja, welche denn? Ach, das darfst du dir aussuchen, was du hast. Okay.
Also neue EM-Song? Ja, super. Ja, wir nehmen genau, das sind ja den aktuellsten Song, genau, auf jeden Fall. Da. So, warte mal. Da siehst du was ganz anderes geschrieben. Wie zahlen eigentlich die Hamburger Monty? Sind die sehr spendabel? Spendieren die viel? Oder ist es wie, was für das, oder sind die großzügig? Also ich sag mal so, bei uns, wir haben fast genauso viel Trinkgeld, wie was wir auch normal verdienen. Also sehr großzügig, ja. Aber ich glaube, das liegt auch an der Fahrer, ne? Das versteht nur am Fahrer. Kommt nur einer nach vorne, Leute. Rest bleiben auf der Strecke. Deutschland, Deutschland, Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus und 1, 2, 3, 4. Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus und dunkle Ecke. Jetzt muss er raus von Tournee. Ja, die Deutschen haben Chance gegeben, aber Franzosen könnten nicht nutzen. Frankreich hat nicht nur Baguette, der spielt auch Fußball nett. Frankreich hat nicht nur Baguette, der spielt auch Fußball nett. Auch Deutschland trinkt nicht nur Bier, schießt auch Tore von jeder Ecke. Deutschland, hey, hey, Deutschland, hey, hey. Deutschland hat 20 Jahre gewartet, jetzt muss er raus von 1, 2, 3, 4. Deutschland hat 20 Jahre gewartet, jetzt muss er raus von dunkle Ecke. Muss er noch 4 Jahre noch warten. Aber wie gesagt, aber nur mit Yogi. Mindestens Weltmeister. Fußball ist eine Sensation, beste Beispiel für Integration. Fußball ist eine Sensation, beste Beispiel für Integration. Lavelin nimmt Deutschland als Vorbild. Er muss gewinnen jetzt jede Wette. Deutschland, Deutschland, hey, hey. Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus von Schalke. Deutschland hat 20 Jahre gewartet. Jetzt muss er raus von dunkle Ecke. Alle 4 Jahre gibt Europameisterschaft, außer einer wird jeder abgehakt. Alle 4 Jahre gibt Europameisterschaft, außer einer wird jeder abgehakt. Kommt nur einer nach vorne, Leute, kommt nur einer nach vorne, Leute. Rest bleiben auf der Strecke. Deutschland, Deutschland, hey, hey. Deutschland hat 20 Jahre gewartet, jetzt muss er raus von Schalke. Deutschland hat 20 Jahre gewartet, jetzt muss er raus von dunkle Ecke. Oh yes, buddy. Sensationell, besser kann man nicht in den Tag starten. Das sind die Kult-Inder, die Kult-Taxi-Inder aus Hamburg, Lovely und Monty. Herzlichen Dank für diese Wahnsinnsfahrt, Jungs. Sensationelle Stimmung. Die Fans sind übrigens auch begeistert bei Facebook, schicken Herzen, sagen großartig, die besten Taxifahrer Deutschlands. Monty? Man kann auch unsere uns auch für die Partys buchen auch. Wir haben auch die Auftritte und so, also auch riesen, große Auftritte auch. Ja. Unter Lovely und Monty. Und Böse Entertainment ist unser, die sind ja unsere Management, darüber können die Leute... Da kommt schon der nächste Auftrag rein, ne, sehe ich gerade. Ja, absolut. Also du hast ja Wahnsinn, das hast du noch nie gesehen, das ist der Anfang. Wahnsinn kommt noch. Ja, und unter Lovely und Monty in YouTube kann man auch unsere Sachen gucken. Und zusätzlich, viele rufen deswegen nicht an, dass wir sind... Fake-Taxifahrer oder sowas ähnliches. Bei euch ist alles echt, Monty. Es ist so, wie das ist. Also Leute, ihr könnt anrufen, okay? Wir fahren noch mal die Kau noch. Alles klar. Sogar Monty ist echt.
Jungs, sensationeller Start in den Tag. Besser hätte es nicht beginnen können, wie ich finde. Die Premiere von 21:30 in Deutschland. Morgen bin ich in einer anderen Stadt. Ob es so lustig wird wie heute, mal sehen. Jungs, ich wünsche euch einen großartigen Tag. Viel Spaß. Besten Dank nochmal für die Granaten-Song-Auswahl. Und morgen dann aus einer anderen Stadt in Deutschland. Ich bin Tim. Bis morgen. Und euch einen schönen Tag. Und klickt bitte bei Lovely und Monty Bangu Brothers. Die Bangu Brothers hier in Hamburg. Genau. Lovely und Monty Bangu Brothers.